Leute, in diesem Video sehen wir uns noch einmal fix die neuen Screenshots, den neuen Trailer und die ersten Minuten der Folge Truth an, bevor es dann am Wochenende mit einer neuen Folge und dem Miraculous Shanghai Special weitergeht. Kommen wir am besten erst zum Trailer für Truth. Am Anfang der Folge scheint es doch recht gut zwischen Luca und Marinette zu laufen. Marinette freut sich sichtlich, Luca zu sehen und offenbar will sie ihn gleich darauf in ihr Zimmer führen, was, naja, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, denn die Bilder von Adrien hängen nach wie vor an ihren Wänden. Am besten ziehe ich an dieser Stelle einen der Screenshots vor. Und zwar sieht man hier, wie Luca nach unten sieht, womöglich findet er ja sogar Marinettes Tagebuch, das in diesem Moment verstreut rumliegen dürfte. Warum das so sein könnte, das zeige ich euch gleich mit den ersten Minuten der Folge. Und auch hier sieht man die vielen Bilder von Adrien an den Wänden. Also ich weiß ja nicht, aber ich an Lukas Stelle, naja, also wie soll man das finden? Aber weiter geht's. Man sieht, wie die beiden ins Kino gehen und Marinette Luca ein Geschenk macht. Es ist Marinette wirklich anzusehen, dass es ihr viel bedeutet. Bei dem Geschenk handelt es sich um ein Plektrum und vielleicht erinnert sich der ein oder andere ja noch daran, denn bei ihrem ersten Treffen war es Luca, der Marinette ebenfalls ein Plektrum schenkte. Ist also auf alle Fälle eine wirklich niedliche Geste. Sie stehen kurz davor, sich zu küssen, doch es kommt, wie es kommen musste. Der Kuss wird unterbrochen und die beiden sehen nach oben. Hier ist nun anzunehmen, dass Marinette sich eine Ausrede einfallen lässt, um sich heimlich in Ladybug zu verwandeln. Dementsprechend wird sie wohl versuchen, Luca irgendwie abzuwimmeln. Shadowmoth ist zu sehen, wie er Luca in Truth akkommodisiert und ihm das Sentimonster Pharaoh zur Unterstützung gibt. Wer den Zweien zum Opfer fällt, ist dazu gezwungen, die Wahrheit zu sagen. Zwar sehen wir hier, wie Truth gegen Ladybug kämpft, allerdings wird nicht direkt gezeigt, ob sie getroffen wird. Da wir Ladybug allerdings bereits zuvor in einem Trailer mit weißen Lippen gesehen haben, ist es bereits sicher, dass auch sie erwischt wurde. Außerdem ist anzunehmen, dass sich der Akuma in Lukas Plektrum befindet, welches er vermutlich um den Hals trägt. In der nächsten Szene trifft der Strahl Alia und man kann noch einmal in der Nahaufnahme sehen, wie sich ihre Lippen verfärben. In der nächsten Szene sieht man noch einmal das Sentimonster im Hintergrund und Truth im Vordergrund. Allerdings scheinen sie sich wohl nie zu weit voneinander zu entfernen, denn das Sentimonster scheint Truth die ganze Zeit zu folgen. Auch dieser Moment bestätigt noch einmal, dass Ladybug tatsächlich vom Wahrheitsstrahl getroffen wurde, denn ihr Mund ist mit einem Gurt oder zumindest etwas Ähnlichem verbunden, sicher um sie dabei zu hindern, irgendetwas auszuplappern. Dann allerdings wird das Sentimonster von Ladybugs Jojo getroffen. Anschließend versetzt Cat Noir ihm einen Schlag und eventuell wird es bereits hier ausgenockt. Ein Teil von mir wünscht sich ja wirklich, dass sie nicht so viel in diesem Trailer verraten würden, na aber wir wissen es natürlich nicht mit Sicherheit. Der Kampf geht im Marinettes Zimmer weiter, indem sich Truth sowohl Ladybug als auch Cat Noir stellt. Die letzte Szene mit der Miraculous Schatulle kann man bereits zur Gänze erklären, denn auch die ersten Minuten der Folge wurden veröffentlicht. Zwar auf Französisch, aber ich fasse für euch gerne zusammen, was in dieser Szene passiert. Marinette ist gerade dabei herauszufinden, wie die Schatulle funktioniert und Dicky hilft ihr dabei. Marinette fragt, ob alle Kwamis denn wirklich in einer so kleinen Schatulle leben, woraufhin Dicky meint, dass sich in der Schatulle ein Paralleluniversum befindet und es dementsprechend alles andere als klein ist. Alle Kwamis, bis auf Noro und Duso natürlich, leben in dieser Schatulle, sind aber sehr neugierig auf die Menschenwelt, denn Meister Fu hat sie nicht frei die Welt erkunden lassen. Fu ließ lediglich jene Kwamis frei, die auch einen Träger besitzen, die anderen blieben in der Schatulle. Marinette öffnet die Schatulle und die Kwamis sind ganz aus dem Häuschen. Sie nehmen ihr Zimmer genauestens unter die Lupe und Marinette hat alle Hände voll zu tun, sie irgendwie wieder beruhigen zu können.
Dabei wird unter anderem auch Marinettes Tagebuch herausgekramt, von dem man jetzt natürlich ausgehen könnte, dass es Luca später findet. Kalki fliegt sogar aus dem Zimmer heraus und wird von einem Kind und seiner Mutter gesehen. Marinette versichert ihnen aber, dass es sich lediglich um ein sprechendes Stofftier handelt. Und als wäre das nicht bereits chaotisch genug, bekommt Marinette auch schon einen Moment später einen Videoanruf von Alia und ihren anderen Freunden. Ah, salut les filles, je suis super contente de vous voir. C'est le moment parfait pour avoir une conversation. Dis, tu nous montres tes nouvelles peluches? Eh, je vois pas de quoi tu parles. Erschrocken, dass ihre Freunde jetzt alle Kwamis sehen können, behauptet Marinette schnell, dass es nur Stofftiere seien. Aber da man Kwamis nicht durch technische Geräte sehen kann, sind die Freunde natürlich mehr als verdutzt von Marinettes Verhalten. Als auch Marinette das klar wird, behauptet sie dann einfach schnell, sie würde besondere Trainingsübungen machen, um dann anschließend Stofftiere zu nähen. Ja, gute Ausrede. Bei so einem merkwürdigen Verhalten gehen die Freunde dann davon aus, dass Adrien sich irgendwo in der Nähe von Marinette befinden muss. Und noch eine Kleinigkeit, während die Kwamis Marinettes Freunde betrachten, sagt Daisy, das Schweine-Kwami noch, dass sie Alia gerne als Meisterin hätte. Trix wirft dann aber schnell ein, dass Alia bereits vergeben sei. So viel dazu und dann noch fix zu den Sendezeiten. Da sich an den Sendezeiten immer mal wieder etwas ändern kann, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass ihr auf meinem Kanal unter dem Community-Bereich alle aktuellen Zeiten einsehen könnt. Denn das, was ich in diesem Video über die Zeiten sage, könnte sich in ein paar Tagen möglicherweise wieder ändern, also am besten regelmäßig beim Community-Tab vorbeischauen. Momentan sieht es mit den Zeiten wie folgt aus. Am 3. April um 8.10 Uhr morgens erscheint in der Schweiz auf dem Sender RTS die chronologisch betrachtet erste Folge der vierten Staffel mit dem Titel Truth. Am 4. April um 8.45 Uhr morgens erscheint das Miraculous Shanghai Special in Frankreich auf dem Sender TFU. Ebenfalls am 4. April um 8.50 Uhr morgens erscheint das Shanghai Special auf dem Sender RTS in der Schweiz. Angemerkt sei hierbei aber, dass RTS sowohl die Folgen als auch das Special in französischer Sprache ausstrahlt. Am 10. April um 7.55 Uhr morgens erscheint die zweite Folge mit dem Titel Lies auf RTS. Am 11. April dann um einer bisher noch unbekannten Zeit erscheinen ebenfalls die ersten beiden Folgen Truth und Lies. Am 13. April um 19.30 Uhr brasilianischer Zeit erscheint eine bisher noch unbekannte Folge auf dem brasilianischen Sender Mundo Glob. Am 17. April um 8.50 Uhr morgens erscheint dann noch Folge 3 mit dem Titel Gang of Secrets auf dem Sender RTS. Das bedeutet, wir bekommen in diesem Monat die ersten drei Folgen der vierten Staffel sowie das Miraculous Shanghai Special und eventuell noch eine neue Folge von Mundo Glob, außer natürlich, sie senden ebenfalls eine der drei ersten Folgen. Wann es nun aber bei uns auf dem Disney Channel in deutscher Sprache mit der Serie weitergeht, das kann ich euch zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht sagen. Sobald dies aber möglich ist, findet ihr so schnell wie möglich auf dem Community Tab und natürlich auch in einem zukünftigen Video die Infos dazu. Kommen wir noch fix auf die Screenshots zu sprechen. Mundo Glob hat uns ein interessantes Bild von, na, man könnte zumindest davon ausgehen, dass es sich um Adrien handelt, da auf dem Handy als Hintergrund Ladybug zu sehen ist. Nach wie vor wohl bemerkt, obwohl er ja jetzt eigentlich in Anführungszeichen Kagami hat. Und eben sie sieht man nun auch vor Ladybug. Offenbar hat sie ihm eine Nachricht geschrieben. Worum es dabei geht? Na, wer weiß. Ich könnte mir gut vorstellen, dass nicht nur Luca enttäuscht ist, weil er davon ausgeht, dass Marinette Geheimnisse vor ihm hält und es vielleicht auch bei Kagami und Adrien der Fall ist. Auch wenn Adrien natürlich nichts dafür kann, dass er Kagami nichts von seinem Leben als Captain Noir erzählen kann. Vielleicht handelt es sich auch um etwas ganz anderes. Die anderen beiden Screenshots ergaben sich ja nun aus dem Trailer und aus den ersten Minuten der Folge. Wie immer am Ende eines Videos möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die diesen Channel durch Likes, Kommentare und durch ein Abo unterstützen. Ein ganz besonderer Dank gilt meinen Kanalmitgliedern, denn ihre Spenden sorgen direkt dafür, dass dieser Channel auch in Zukunft fortbestehen kann. Voran meine Sternmitglieder? Gamerlife, Giddy, Taxi Taxi MG, One Big Nightmare und Marb. Ebenso meine legendären Mitglieder Nanami Katze, LSR, Leon Hang Life, French, Okumura, Panther01DA, Raphael Zimmermann, Lukas, Venny Galactica 2331 und Cedric.
gleichsam ein Riesendank an meine mystischen, sagenumwobenen und super Kanalmitglieder. Das wär's es mal und wie immer, bis zum nächsten Mal.